einer, der nicht den Mumm aufbringt, sich von Faschisten und Rassisten zu distanzieren, weil er genau weiß, dass er durch sie gewählt worden ist, der hat seine Entsprechung auch hierzulande bei denjenigen, die mit ihm sympathisieren. Und das sind nicht nur die Leute von der AfD, das sind eine ganze Reihe von Organisationen. Und über eine hatte ich mal ein Lied geschrieben, das ich jetzt ganz gerne singen möchte. Aber es ist nicht mehr nur für diese Gruppierung, die sich montags, bezeichnenderweise montags auch in Dresden immer getroffen hat, sondern da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz oder ein ganzer Rattenpulk noch mit dran. Braune Hydra ihre Köpfe aus dem Dreck entgegenreckt. Es wird Zeit, dass sich die Drachentöter aus dem Schlaf erheben. Die Winde Hölle schmorend göbbelt sich die trockenen Lippen leckt. Der Mob, der Denkverweigerer wird laut, er wird es gern erleben. Das Handchen wohl zu gut, die sich die Frechheit nehmen, für Ignoranz und Unverstand sich nicht einmal zu schämen. Wenn man die machen lässt, dann aber Deutschland gute Nacht. Genau solche Kanaillen haben Hitler groß gemacht. Diese Leute sind der Sumpf, in dem gedeiht die Nazi-Brut. Mancher kann die kalte Angst im Nacken runterlaufen spüren. Es wird Zeit, dass man ihn trocken legt. Man braucht dafür kein Mut, um sich daran zu erinnern, wohin Stammtischschreie führen. Er faselt davon Überfremdung, diskutiert absurde Themen, um die geflohen sind loszuwerden, ohne sich zu grämen. Wenn man die machen lässt, dann aber Deutschland gute Nacht. Genau solche Kanaillen haben Hitler groß gemacht. Hör auf zu krakeln. Meine Zeit jetzt. Sie verlassen ihre Gruften, kommen hervor aus ihren Mief, halten sich für eine Mehrheit, trauen sich aus, um sich zu zeigen. Es wird Zeit, sich querzustellen, sonst geht da ganz gewaltig was schief. Wenn man dumme Sprüche klopfen hört, dann darf man doch nicht schweigen. Die Mehrheit, die nicht zögert, sich zu wehren, dass Weimar sich nicht wiederholt. Vergisst man jetzt die Lehren, wenn man die machen lässt, dann aber Deutschland gute Nacht. Genau solche Kanaillen haben Hitler groß gemacht. Kein Verständnis für Verständnis, kein Pardon wird mehr gewährt. Keiner kann mehr sagen, davon konnte er doch nichts ahnen. Es wurde laut genug gewarnt, genug geredet und erklärt. Es gab genug Versuche, zur Vernunft zu mahnen. Lässt sich drauf ein, zeigt, er will gar nichts begreifen. Sollen wir warten, bis noch mehr dunkelbraune Nachwuchskräfte reifen? Wenn man die machen lässt, dann aber Deutschland gute Nacht. Genau solche Kanaillen haben Hitler groß gemacht. Genau
Deutsche Kanaillen haben Hitler groß gemacht.